So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Ich habe Strixhaven School of Mages, ein Collector Booster. Ich bin hyped. Ich habe gehört, hier sind wunderschöne Karten drin. Das lässt sich viel zu einfach öffnen. Oh mein Gott, das lässt sich wirklich einfach öffnen. Und wir gucken uns mal an, was wir haben. Wir haben einen Tome Shredder. Das Foiling, heiliger. Fühlt sich ganz gut an. Die sind hergestellt in, interessiert mich ja tatsächlich, den USA. Ja, das heißt, wir haben hier Curl-Karten. Pringles! Star Wars Adept. Ich soll vielleicht durchgehen. 3-2-2 Eile. Tappen. Ein Instant oder Sorcery Spell aus dem Friedhof exilen, dem du plus 1-1 mal gegeben. Soothsayer Adept. 2-1-3. 2-1 tappen. Eine Karte ziehen, dann eine Karte abwerfen. Teach by Example. Oh mein Gott, wie schön. 2 Mana, rot-blau. Und wenn man den nächsten Instant oder Sorcery castet, wird er gekopiert. Quandrix Campus. Sehr cool. Professor's Warning. Ach, gute Lilly. Ein schwarzes Mana, choose one, lege 1-1-1 Mark auf eine Kreatur oder eine Kreatur geht in Zerstörbarkeit. Den Campus lese ich einfach mal nicht vor. Das ist Zeitverschwendung. Stonebinder Familia, 1-1-1. Immer wenn ein oder mehr Karten Sexier getan werden, kriegt er eine 1-1 Marke. Und das kann nur einmal pro Runde gemacht werden. Okay. Lorehold Apprentice, 2-2 mit Magecraft. Immer wenn man einen Instant oder Sorcery castet oder kopiert, dann kriegt man Spirit, kriegen jeder Spirit Tab für einen Schaden. So, okay, nicht so geil. Die sieht nice aus. 3 Mana, Scryed Spy, then draw a card lesson. Introduction of Prophecy ist die hübsch. Unsere erste Rare ist Kayane, Dean of Substance. 3-2-2, tappen, exil die oberste Karte des Decks. Wenn es ein Land ist, nehmen wir sie auf die Hand. Ansonsten legen wir einen Study Counter drauf. 5 Mana, wir kriegen einen 0-0 blau-grün Fraktal-Token mit einer +1/+1 Marke für jede verschiedene Mana-Value mit dem Fraktal-Token drauf. Und wir haben Imbraham, Dean of Theory, 4-3-3 fliegend für 2 blau und X. Exilieren wir die obersten X-Karten unseres Decks und legen einen Study-Counter drauf. Dann können wir eine Karte, die exiled ist und wo ein Study-Counter drauf ist, auf die Hand nehmen. Sehr cool. Cunning Rhetoric. Das sieht sehr schlecht gemacht aus. Die Ränder sehen richtig schlecht gemacht aus. Wow, das tut mir ein bisschen leid. 3 Mana Enchantment, immer wenn eine Kreatur angreift, also euch angreift oder ein Planes oder ein oder mehr Planeswalker, die ihr kontrolliert, exilt die oberste Karte des Decks des Gegners und ihr könnt die, solange sie exilt ist, spielen und Mana-beliebiger Mana-Kosten bezahlen. Nicht schlecht. Und wir haben Gasmia, Enigma Sage, 3-2-2. Jeder andere Planeswalker hat die Abilities von Gasmia. +1, +2, Scry 1. Minus X, wir kriegen einen XX blau-grünen Fraktal-Token. Und -8, wir suchen unser Deck nach Instant Sorcery Cards, die eine Farbe mit diesem Planeswalker gemeinsam haben, exilen die und wir können die Karte spielen, um die Mana zu bezahlen. Das ist halt ganz cool, wenn es auf anderen Planeswalkern drauf ist. Dann haben wir einen, ja, ich glaube, es ist Village Rights. Ich bin mir nicht sicher. Es ist tatsächlich hübsch, aber what the fuck? Dann ein Abundant Harvest. Schön. Oh mein Gott. Das ist etched voll. Ich kriege das, glaube ich, gar nicht auf Kamera richtig. Auf jeden Fall sind hier diese Dinger hier sind gefoilt. Also diese Umrandung praktisch. Okay, cool. Und wir haben ein, ich glaube, das ist Crozen Grip. Ich bin mir aber nicht sicher, in Japanisch Foil, normales Foiling. Und wir haben ein Foil Full Art Prismaric Command. 3 Mana Instant, fügt 2 Schaden einer Target, an irgendeinem Target zu. Ein Target-Spieler zieht 2 Karten, wirft dann 2 Karten ab. Man kreiert einen Treasure-Token oder man zerstört ein Artefakt, man sucht Choose 2. Sehr cool, dann haben wir Elemental. Plus Pest. Ja, sehr cool, tatsächlich. Da sind ein paar lustige Sachen bei. Ich finde dieses Edged Foiling halt total interessant, weil es halt wirklich nur diese Ränder hier sind, die halt irgendwie voll sind. Und ja, ich glaube, das eine ist Crozen Grip und ich glaube, das hier ist Duress. Das Duress ist auch Edged Foil. Kriege ich das rein? Nee, kriege ich auch nicht rein. Auf jeden Fall ist hier der Rahmen, der ist auf jeden Fall gesilbert. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich mag Strixhaven. Set Booster finde ich cool. Collector Booster. Weiß ich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Neublexit. Ciao, ciao.